So, und damit herzlich willkommen zurück. Ach, schon wieder. Ja, ich habe eben eine kurze Pause gemacht. Haben wir mal schnell ein bisschen was gegessen. Und ja. Gut, wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir ja die Yuna mit ihrer Freundin versöhnen. Es wäre natürlich wesentlich schade, wenn das nicht der Fall wäre. Ich habe keine Ahnung, was da drauf verbrennt. Ich will es auch gar nicht wissen. Gut, ich könnte da bestimmt durchaus schnell reisen. Aber ja. Ich muss eigentlich mal gucken. Will mal was gucken. So. Will mal gucken, was da alles so drauf ist. Weil ich bin echt am Überlegen, da ich mir einen neuen Rechner hole, will ich gucken, ob ich vielleicht die SSD hier in den Rechner baue. Plugtail kann runtergeschmissen werden, sind schon mal 50. Valhalla, Last of Us Part 2. God of War, das müsste ich eigentlich, das kann auch runter. Boah, die größten Spiele sind die hier, ne? Die muss ich unbedingt fertig spielen. Naja. Ich glaube, 600 GB Konsolenspeicher ist doch ein bisschen wenig. Da werde ich wahrscheinlich gar nichts dran ändern. Mir dann doch einfach eine neue NVMe-SSD holen. Ich weiß nicht, ob das für die PlayStation vielleicht ein bisschen OP gewesen ist. Also die hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 5,1 bis 7,1. Dementsprechend, ja. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit so rennen, weil der halt dann dementsprechend Schmerzen kriegt. Also Seitenstechen und außer Atem ist. Obwohl ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass er dadurch... dass das schon ein bisschen... sich, dass er sich dadurch ein bisschen steigert, ne? Wo sind die denn alle hin? In ihrem Schlaf. Hey, Ladies. Was ist? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altan dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Auf zu den Pferden. Ja, ich würde sagen, Yunas Freundin ist nicht ganz erfreut. Natürlich bei dem Regen. Ja, und jetzt? Ach so. Yuna ist nicht wie ich, ist nicht ganz so verrückt wie ich. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß, aber das schulde ich Ichi.
Wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf dem Mamushi-Gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Warum hast du ihr nicht geholfen? Taka und ich waren Kinder. Ich wusste, sie würden uns töten. Manche Kinder kämpfen gegen Monster und siegen. Es vergeht kein Tag, an dem ich meine Entscheidung nicht bereue. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns Altan stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. Na dann. Ja, da haben wir der Yuna mal ein bisschen Feuer gegeben. Wir haben ja jetzt ein bisschen was über die gute Dame kennengelernt. So halb-halb, würde ich sagen, ne? Legendenerzähler. Na, wollen wir uns mal ein bisschen beeilen. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Wahrscheinlich eine Wolke. Nee, sorry, heute mal nicht, Füchschen. Hab die Yuna dabei. Och, Yuna. Warum rennt die... Oh, weißt du, ich wollte da dran vorbei und die... What the heck? Ja, ich weiß, aber wenn du... Oh, Yuna, du bist so... NPCs! Ach. Ich renne einfach mal rein.
Och, Juna, ernsthaft. Die macht nur Stress, die Alte. Weg mit dir. Weg mit dir. Next one. Mann. Hauptsache Stress machen. Also jetzt, hier war jetzt uns, also hier war mir die Juna jetzt ein bisschen, ja, unangenehm. Da ist es. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer Altan dabei hat. Oder wo sich der Bastard versteckt. Mm-hmm.
Chiharu! Chiyuhar, Sir! Eieieiei. Gibt's hier irgendwas? Leder. Ansonsten sieht es alles relativ gut aus. Haben wir schon mal gut aufgeräumt hier. Vorräte nehme ich ganz gerne mit. So, alles voll. Das ist ganz gut. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas liegt. Nein. Dann geht's weiter. Hier drin war ich schon, das ist super. Eile nehme ich gerne mit, Eisen auch, wunderbar. Du stehst gerade im Weg, Junalein. Aber die macht doch Platz. Alter! Ich kann eure Leute den ganzen Tag töten! Easy. Wo ist die Yuna denn jetzt hin? Das ist er. Alter. Sorry. Ein bisschen was trinken und dann passt das schon. So. Mit noch mehr räudigen Hunden. Komm raus, du Lümmel! Das gibt's aufs Maul. Gibt's auch so. Alter. Empfangt das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen? Ihr habt eure eigenen Leute ermordet. Die Mamushi-Brüder und der Schwarze Wolf waren Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand, zum mordenden Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryuzo sich gegen euch wandte. Genug. Beenden wir das hier.
was nötig ist, um zu überleben. Doch verachtet ihr andere, die dasselbe tun. Dienste des großen Friedens. Ihr tötet nur für euch selbst. Keine Lügen mehr, Altan. Ich weiß, was ihr seid. Bisschen extrem viel Licht gerade. Aber läuft. Ich glaube, der hat gar nicht mal Unrecht. Bin mir gar nicht so sicher, ob der Weg, auf den Juna uns führt, richtig ist. Doch unser Volk weiß, was ihr den anderen antatet. Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Ichi? Sind wir Monster? Ich glaube, ihr habt getan, was nötig war. Leb wohl, Yuna. Nimm dir Ichis Worte nicht zu Herzen. Ich will nicht, dass unser Volk mich fürchtet. Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht, was du tust. Oder wieso? Nein. Aber habe ich die Grenze überschritten? Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite. Im Matsch schlafen. Kann man mal machen. Alles mal in der raschen Rückkehr. Okay. Komm, steh auf! Du Lümmel. So. So, Ausrüstung. Ich will mal was gucken. Alles mal in der Stille, Entschlossenheit. Ich würde Fähigkeiten, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance, Entschlossenheit zu erstatten. Das ist gar nicht schlecht. Aber hatte ich nicht eben was anderes? Der raschen Rückkehr. Standardpfeile, die verfehlen, haben eine Chance, wieder aufgesammelt werden zu können. So. Letzte Bitte. Fleisch und Stein. Warte. Ich habe schon wieder falschen Knopf gedrückt. Großzügig steckt der Fürstin Sanjo.
Warum nicht? Warum eigentlich nicht? So. Ich würde allerdings sagen, ja, machen wir mal ein bisschen kürzer, ne? Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.